Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Versuch von Jin, The Forbidden Knowledge. Wow. Ja, wir versuchen es mal wieder. Ich überlege noch gerade, ob ich was Neues versuchen soll oder nochmal die Schlange jagen. Da bin ich gerade ein bisschen unsicher. Ich habe wieder keine Laterne. Für die Schlange jagen muss ich halt wieder viel Steps vorher machen. Ich glaube, sonst kriege ich die einfach nicht hin. Da bin ich noch am Überlegen, was mehr Sinn macht. Es macht auf jeden Fall... Nein, das habe ich mir eingebildet, okay. Es macht auf jeden Fall Sinn. Da ist das Amulett. Mal die einfachen Sachen zu zerstören, die wir wissen. Weil alles, was gebufft ist, ist gebufft. Würde ich sagen. Dann hole ich mir noch das Lampenöl von hier und von hier. Und dann. Mache ich zuerst das hier. Was ist jetzt nur gerade? Habe ich das? Ich hasse dieses plötzliche Brennen, ne? Da haben wir das hier. Das wäre damit erledigt. Sieht sehr nach nordischen Runen aus, oder? Ich kann mir nicht helfen. So. Jetzt brennt das da die ganze Zeit. What? Ah, da war eine Spinne. Ich müsste nachsehen, was für eine Richtung die Schlange ist. Wie gesagt, frisst halt schon viel Zeit. Ich weiß nicht, ob es nicht besser ist. Wir suchen nach dem Wachturm oder so. Oder sehen uns irgendwas von den anderen Sachen zuerst an. Wäre stellenweise vermutlich sinnvoller. Diesmal haben wir die Laterne gleich hier. Und ein bisschen Samsam. Da liegt das Amulett. Wow. Das ist alles so erstaunlich. Gleich hier. Dafür haben wir keinerlei Öl zusätzlich bekommen. Auch nicht so schlimm. So, wieder. Zuerst mache ich die Pyramide. Ich glaube, dass das einfach sinnvoll ist, die geistige Gesundheit, so gut es geht, zu maximieren. Dann wäre als nächstes die Voodoo-Puppe dran, sofern das Spiel uns lässt. Genau, in was für eine Richtung müsste ich... Da ist das Grab, da brauchen wir die ganzen Bücher. Da ist dieser komische Baum, das heißt, es muss eh hier irgendwo sein. Das heißt, es wäre eigentlich gar nicht so dumm gewesen, das hier als letztes zu machen. Ja, ich glaube... Ja, egal. Wir können es ja trotzdem so machen. So, jetzt hole ich die Voodoo-Puppe und wenn es da ist, das Zweihänder, also das Claymore. Und ich
meine, wir könnten theoretisch rein mit dem Claymore schon versuchen, die Schlange zu killen. Ist aber auf jeden Fall schwieriger. Einfach wäre, ich gehe schnell dahin. Vielleicht finde ich ja zwischendurch irgendwo ein bisschen Lampenöl. Das wäre echt nice. Sieht aber nicht so aus. Kann ich da wieder nicht rein? Was? Was ist gerade passiert? Gerade massiv verwirrt. Das ist auch kaputt, verdammt. Hier keinen Weg rein. Das ist mich gerade zugesetzt. Bilde ich mir nicht ein, ne? Wow. Okay, jetzt portet es mich dann eh gleich. Dass ich nicht mehr kümmern. Hältst du? Nein. Egal, ich schaff's trotzdem so. Ist hier vielleicht irgendwo Lampenöl oder irgendwas? Lampenöl wäre halt voll wichtig. Aber leider ist hier nichts irgendwie. Mal keine Schlange. Ich habe halt die Befürchtung, dass es uns gleich wieder irgendwo hin teleportiert und dann haben wir ein Problem. Vielleicht lasse ich das mit der Schlange doch und mache zuerst irgendwas anderes. Mal sehen. Da ist eine Spinne. Willst du mich verarschen? Okay, das war jetzt richtig unnötig. Das war jetzt richtig unnötig. Da ist wieder dieses dämliche Feuer gespawnt und aus irgendeinem Grund hat es uns direkt runtergeworfen. Okay, ich muss sagen, das erste Mal in einem Spiel, dass ich wirklich demotiviert bin gerade. Gut. Bei der Schlange suchen wir nach dem Wachturm, wo wir den Schlüssel haben. Die Frage ist jetzt natürlich, wo könnte der sein? Wo könnte der sein? Jetzt ist natürlich keine Lampe hier. Steht die hier irgendwo? Nee, dann kann ich gleich mal nach oben gehen. Wachturm. Ich weiß, wir haben schon versucht, was zu finden. Aber hier leider ohne Erfolg, ne? Zumindest was den Wachturm angeht, hatten wir noch keinen Erfolg. Doch ja, geistige Gesundheit hole ich mir schon. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit nachzudenken, wo dieser Wachturm sein könnte. Thank you.
Ich meine, es gibt mehrere Türme hier, aber so wie der da, mit der Fahne. Flagge, whatever. Aber ich weiß nicht, ob das Wachtürme sind. Also, technisch gesehen ist es wahrscheinlich ein Wachturm, aber ob das jetzt speziell als dieser Wachturm zählt, weiß ich nicht. Hatte ich befürchtet, dass da jetzt einer spawnt. Hat aber geklappt. Ich frage mich, ob es irgendein Ende im Zusammenhang mit dem Grab da in der Mitte auch gibt. Sehr schön. Okay, dann haben wir das Wichtigste. War hier unten. Ich weiß gerade gar nicht, was hier unten war. Haben wir uns hier komplett umgesehen? Ich denke schon, oder? Wäre irgendwie seltsam, wenn nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber sicherheitshalber. Okay. Doch hier. Ich muss sagen, das mit dem Teleportieren war anfangs echt interessant, aber mittlerweile. Es ist mehr nervig. Ich komme irgendwie überhaupt nicht dazu, dass ich mir vernünftig was ansehe. Nicht. Ah, warte mal. Hier waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Ich meine ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, genau, hier ist eine Waffe. Genau, hier brennen Bücher. Wieder mal brennende Bücher. Es tut mir immer im Herzen weh, brennende Bücher. Geräusch. Haben wir hier nicht auch irgendwo ein Buch gefunden? War das hier? Weiß gar nicht mehr. Aber hier haben wir einen guten Überblick. Was könnte ein Wachturm sein? Ich meine, es könnte auch das Ding da sein beim Vor, ne? Weil hier in der Stadt sehe ich sonst nichts, was einem Wachturm ähnlich käme. Das heißt, es könnte auch irgendwas da ganz weit hinten sein. Wir können es uns ja mal ansehen. Das überlebe ich unter Garantie nicht. Mich würde nämlich das da interessieren, das sieht so seltsam aus. Aber dann müsste ich in die Richtung. Okay. Mal sehen. Ja, das Zerstören des Würfels hat geholfen, ne? Ich glaube, jetzt werde ich nicht mehr geportet. Aber es ist halt. Ja, die Lampe regeneriert nicht genug und du findest halt nicht immer was. Aber wir haben es abgewendet. Also, alles gut. Alles gut. Okay, ich muss auf die Seite.
Ich kann sicher nicht einfach durchrennen, oder? Das ist wieder alles kaputt. Nein, diesmal nicht. Okay. Dann ist es deutlich einfacher. Wenn ich schon hier bin, ne? Dann würde ich mir das hier doch tatsächlich mitnehmen. Was? Hat's mich jetzt doch teleportiert? Ich bin gerade verwirrt. Es hat mich doch teleportiert. Aha. Zum Henker bin ich hier. Okay, das sind Sarg. Ja, Sargdeck. Wer legt die Särge oben und die Sargdeckel unten hin? Okay, das sieht aus wie irgend so ein Bestattungsding. Ist doch keine Oliven, die auf einer Leiche stehen. Ist euch noch gut? Wo? Ah, warte mal, das ist die Brücke, die aus der Stadt geht. Genau, das ist die, die in den Berg reingeht. Muss ich mich kurz orientieren. Wenn das das ist, was in den Berg reingeht. Natürlich kann ich da jetzt nicht einfach vorbei. Schon? Das kenne ich, glaube ich, gar nicht, oder? Ich glaube, ich war auch nicht in allen Gebäuden. Das hat mich kalt erwischt. Das gebe ich jetzt offen zu. Hat mich eiskalt erwischt. Schön. Aber sonst ist hier gar nichts. Schade, schade. Okay, kann ich hier irgendwo... Ja. Das geht. Perfekt. So, in die Richtung muss ich. In eine ungefähr diese Richtung. Ich frage mich, wo wir den Library und den Hospital-Schlüssel finden. Würde mich doch echt interessieren. Nein. Der bewegt sich. Das ist die erste Gestalt, die sich so richtig bewegt. Also die anderen haben sich auch bewegt, aber halt nicht so, oder? Seltsam. Hoppla. Das ist aber nicht. Das ist ein sehr seltsamer Ort auf jeden Fall. Da komme ich aufs Dach. Das können wir uns theoretisch. Ja, na gut, nein, ich komme nicht aufs Dach. Aber ich könnte es so. Muss ja im Endeffekt nur hier rüber. Ja, da steht was von East Tower, Central Tower, Clock Tower. Aber die können wir ja alle nicht öffnen. Zumindest habe ich das irgendwie nicht gefunden. Ich meine, wir können es uns auch noch ansehen. Danke.
Aber her. Bisher war da noch nicht so viel mit Aufsperren. Weil in den einen können wir ja rein. Bei dem einen ist halt nur, das ist halt nur der Uhrturm. Und der andere, du siehst etwas geknickt aus. Der andere war mit dem Katakombeneingang, glaube ich, sonst auch keinen Schlüssel gesehen eigentlich. Da war wieder irgend so eine Spinne, oder? Genau, da will ich rein. Wenn es dann geht. Irgendetwas, was über Hexen. Ich weiß ein bisschen was über Hexen. Die Frage ist, was genau willst du von mir? Waren wir hier schon mal? Ich weiß, so eine Frage kommt öfter von mir. Ich hab halt echt keinen Plan. Was liegt hier? Ah, das ist ein abgebrochener Hebel. Na klasse. Ja, war irgendwie zu erwarten, ne? Was zum... Ach, die Musik ganz anders plötzlich. Was steht denn da? Du bist bereits tot. Na, das ist ja sehr aufbauend. Komm, wir gehen da jetzt hin. Lampenöl hat sich schon ausgezahlt. Nehmen wir an, da komme ich nicht hoch. Ist auch nur leicht beunruhigend mit den Skeletten, oder? Sieht nicht so gut aus. Oh ne. Weißt du irgendetwas über Hexen? Willst du, dass ich dir folge? Oder bist du böse und greifst du mich an? Okay, ich muss sagen, die Bosse im Spiel sind schon ziemlich derb heftig. Ich habe nicht mal eine Fernkampfwaffe, ich kann also nichts gegen sie tun. Ja. Ich muss sagen, mit dem... die Bezeichnung dafür... Mit dem Kampfsystem... Ist das schon verdammt schwer, aber wir haben einen zweiten Boss bereits gefunden.
gegen dich. Also gegen die Schlange kann ich vielleicht noch nur mit einer Nahkampfwaffe kämpfen. Aber gegen die Hexe vergiss es. Was soll ich da groß machen? Da brauche ich auf jeden Fall eine Fernkampfwaffe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem mich das Feuer bis jetzt jedes Mal, glaube ich, in diesem verdammten Turm attackiert hat, bin ich irgendwie nicht so motiviert, da mir jetzt den Revolver zu holen. Und das Einzige, was wir sonst noch haben, ist kein Lampenöl diesmal, wäre die englische Botschaft. Müsste ich aber finden. Ich weiß nicht, ob wir da viel Kugeln finden. Ich weiß nicht mal, wie viel in der englischen Botschaft rumliegen, wie viel Kugeln. Bringt mir halt auch nichts, wenn ich dann eine Fernkampfwaffe habe und, keine Ahnung, 5 Schuss und der Gegner braucht aber 10. Wisst ihr, was ich meine? Das hat dann auch irgendwie keinen Sinn. Ich werde das jetzt versuchen, im Schnelldurchlauf zu machen. Mal sehen, wie weit ich komme. Ist halt auch schwierig, ein bisschen abzuschätzen, wie viel Treffer die Dinger brauchen. Weil, die Schlangen zum Beispiel brauchen ja nur einen Schlag. Die große Schlange allerdings. Wie oft habe ich die getroffen? 5-mal? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall öfter. Die hat das nicht sonderlich gejuckt. Also würde mich interessieren, wie viel Treffer muss ich landen, um einen Boss zu legen? Schwierig. Die Frage ist jetzt, find ich da wieder hin? Doch, ich glaube schon. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wo das genau war. Schwierigere Aufgabe ist, glaube ich, eher zur englischen Botschaft zu kommen, um den Revolver abzuholen. Die englische Botschaft. Vielleicht, ja, jetzt ist er kaputt, okay. Ja, die Hühnchen brauchen auch mal einen Schlag. Mich würde echt interessieren, wie viel die Bosse genau aushalten. Wow. Einfach wow. Ist das hier die Botschaft? British Embassy, na bitte. Ach nö. Trotzdem ist der Wolfer. Ist auch irgendwie interessant, dass der hier tatsächlich der einzige ist, der irgendwie, wie soll ich das formulieren, aktiv menschlich aussieht und nicht wie eine verbrannte Leiche oder so. Ich frage mich, warum. Ob das irgendeinen Hintergrund? Ich hatte gehofft, ich erwische sie. Aber da hätte ich wohl auf sie. Deutsch ist schon eine schwere Sprache. Auf sie schießen müssen. Besser. Da wäre auch einer gewesen.
Okay, also zumindest die Waffe habe ich jetzt. Jetzt muss ich nur mehr herausfinden, wo der Ausgang war, den ich benutzt habe. Wo zum Henker bin ich jetzt? Doch, warte mal, hier waren wir schon mal. Doch, das ist dieses Badehaus, ne? Ich glaube, das Badehaus war das. Das ist schon immer so seltsam ausgesehen. Das Ding dreht sich ja mit. War aber nicht schon immer so, ne? Jetzt aber. Jetzt. Was war da oben? Komme ich da raus? Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wo der Ausgang ist. Ja, aber nein, wäre irgendwie komisch, oder? Andererseits, was da oben eine Wasserpumpe macht, das ist auch komisch. Oh, Streichholz. Gut. Also hier ist überall kein Ausgang. Ah, da ist er. So. Das Graveyard. Courthouse. Ah, wir sind im Courthouse. Aber dann muss ich schon in die Richtung, oder? In eine allgemeine diese Richtung. Da komme ich aufs Dach hoch. Palace. Wir haben Palace schon mal? Ich glaube nicht. Könnte mich nicht erinnern. Oder doch? Ja. Vergiss. Ich wollte gerade sagen, dann sehen wir uns da doch einfach mal um. Aber nein, das Spiel will was anderes. Und zwar, was will das Spiel von uns? Okay. Nein! Wow. Ich glaube, ich habe zu spät gedrückt. Das war gerade nicht mehr auf der Planke, als ich gedrückt habe. Verdammt. Na gut, Leute. Wir sind ohnehin schon über 30 Minuten, also lasse ich die Folge hier. Immerhin haben wir was Neues gesehen. Und zwar die, ich sage jetzt einfach mal die Hexe. Da die Schlange letztes Mal nicht gut funktioniert hat, probiere ich es vielleicht bei der Hexe nochmal. Mal schauen. Oder ich suche weiter nach diesem Wachturm. Oder vielleicht schauen wir uns einfach so noch ein paar Gebäude an. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es nach wie vor Spaß macht zuzusehen. Und ja. Trotz allen Ärgern habe ich schon noch Bock weiterzuspielen, muss ich sagen. Also ja, bleibt dran. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.